raktada che mense bingaro ruko todo und chuch namataso benkish manensetse. Fela dibono ta muni kranaktada. Der rintu runto wakare kwe wap geribu. Ninso telepachan gorsadara nane grail grao adalunuta cholorien. So, meine Lieben, willkommen zurück zum nächsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Leider, diese Szene, wo wir in den Droiden spielen konnten, ich weiß nicht, was los ist, vielleicht, weil ich im Hintergrund die Aufnahmeprogramme am Laufen habe, ist Star Wars leider abgestürzt und ich hatte vorher aber schon gespeichert an diesem Punkt hier, das heißt, die sind verloren gegangen. Es sind nicht viel, so 5 Minuten, wo ich den Droiden einfach spiele. Der hat jetzt einfach diese ID-Codes geholt und jetzt können wir mit Etten zusammen die ID-Signatur unseres Schiffs ändern. Ja, genau. Ist zwar scheiße, aber kann halt mal passieren, ne? Also, könnt ihr die ID-Signatur unseres Schiffs ändern? Ihr habt eine leere Transponderkarte, ja? Das kann ich für euch machen. Welche ID-Signatur hättet ihr denn gerne? Eine der ID-Signaturen von B5D8. Oh, ja. 500 Credits kostet mich das Ganze. Ich frage mich, was gewesen wäre, wenn ich die jetzt nicht gehabt hätte. Erledigt. Viel Glück dann. Die Ebonhawk wird von Gotos Schiff Yacht attackiert. Zwei Gruppenglieder könnt ihr auf die Yacht mitnehmen, um Nier zu retten. Welche werdet ihr nehmen? Natürlich die Dienerin und Kreia. Ich hoffe, eure Schmerzen sind nicht so stark, dass ihr meine Worte nicht mehr versteht. Ich bin Goto, einer der offiziellen Repräsentanten eines Teils des nicht sanktionierten Handels hier im ITUP-System und im Einflussbereich der Republik. Und ich möchte euch etwas fragen. Seid ihr ein Jedi? Nein, ich habe mich vor langer Zeit von den... Ich habe keine Verbindung zum Jedi-Orden. Wirklich? Das ist bedauerlich. Aber vielleicht seid ihr trotzdem noch von Wert. Es hat mich beträchtlichen Aufwand und Mühe gekostet, euch hierher zu bringen. Ich habe eine Aufgabe für euch. Habt ihr so viel Angst, persönlich zu erscheinen? Angst? Nein. Es ist nur schwierig, an so vielen Orten gleichzeitig zu sein. Die Holotechnik ist derzeit die effektivste und bequemste Art, meine Befehle über große Distanzen zu übermitteln. Zumindest bis Aerotech den neuen Holotransceiver entwickelt. Aber bis dahin wird es zu spät sein. Es gibt etwas, das mir wichtig ist. Das ich in Sicherheit wissen will. Die Republik. Sie ist zerfallen. Die Ereignisse auf Peragos hatten Folgen, die sich inzwischen meiner Kontrolle entziehen. Ich will nicht melodramatisch werden, aber ich fürchte, die Galaxis hat dadurch bleibenden Schaden genommen. Diese Situation hat einen Großteil meiner Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Es scheint keinen verlässlichen Weg zur Lösung des Problems zu geben. Ihr macht wohl Witze. Die Republik wird binnen eines Standardmonats kollabieren. Nicht wegen eines Krieges oder der Sezession, sondern weil sie sich nicht mehr selbst trägt. Nur wenige wissen es. Aber die Sith haben den Jedi-Bürgerkrieg gewonnen. Trotz ihres angeblichen Sieges brachte der Krieg die Republik an den Rand des Zusammenbruchs. Doch statt zu bleiben und zur Stabilisierung der Republik beizutragen, verließ Revan das bekannte Universum. Eine frustrierende Wendung, denn eine starke Führerfigur hätte viel zur Wiederherstellung der Ordnung beitragen können. Und was erwartet ihr, dass ich tue? Es bewegt sich etwas in der Galaxis. Etwas, das außerhalb des Mess- oder Vorhersagebereiches meiner Instrumente liegt. Ich halte es für eine Hinterlassenschaft der Sith, aber ich konnte die Herkunft nicht feststellen. Was immer das für eine Präsenz ist, sie richtet ihren Zorn gegen Schlüsselfiguren der Republik. Und auf irgendeine unbekannte Weise
verursacht sie die Zerstörung ganzer Planeten. Einer dieser Planeten war Katar, eine Miraluka-Welt im Midrim. Ich habe Grund zu der Annahme, dass dort zahlreiche Jedi waren, als alles Leben auf dem Planeten ausgelöscht wurde. Ich erkenne keine Struktur hinter diesen Angriffen. Das frustriert mich. Doch es gibt einige Hinweise, dass vielleicht ein Zusammenhang mit den Jedi besteht. Oder dass die Ziele auf eine noch zu entschlüsselnde Weise signifikant sind. Es ist mir egal, was mit der Republik passiert. Sollen die Sith sie doch bekommen. Ihr missversteht mich. Mir liegt nichts mehr daran, die Sith aufzuhalten, sondern die Jedi. Es ist mir nur wichtig, dass die Machtkämpfe zwischen den Konfessionen der Jedi-Religion aufhören, damit die Galaxis wieder geordnet werden kann. Mir ist egal, wer triumphiert. Ich will nur, dass das Universum für eine Weile zur Ruhe kommt und Atem holen kann. Die ständigen Krisen werden langsam langweilig. Aber ihr gehört zu Exchange. Was spielt das für eine Rolle? Man könnte sagen, ich bin eine Art Patriot. Ich konnte zwar weder gegen die Mandalorianer noch gegen die Aggressoren Malak und Revan kämpfen, aber ich bin gewillt und in der Lage, jetzt zu kämpfen. Das Problem ist nur, dass ich mich keiner Seite anschließen kann. Beide sind mir verborgen, so wie sie sich voreinander zu verbergen scheinen. Das ist irritierend. Es ist wie ein Dejarik-Brett, bei dem kein Spieler den anderen sehen kann. Und auch nicht alle Figuren. Es ist kein faires, kein gleichberechtigtes Spiel. Die Republik ist mir völlig egal. Dann solltet ihr euch vielleicht um euch selbst kümmern. Dass die Sith euch suchen, muss euch ebenso beunruhigen, wie die Republik mir Sorgen bereitet. Die Aussage, dass die Sith euch und alle anderen Jedi töten wollen, ist ziemlich eindeutig. Und sie waren bisher sehr effizient. Und wenn sie euch beseitigt haben, wird es niemanden mehr geben, der sie aufhalten könnte. Die Galaxis wird ihrem Einfluss unterworfen sein. Ich habe nicht die Absicht, die Sith aufzuhalten. Ihr versteht nicht. Ich wollte lediglich, dass die Situation bereinigt wird. Wenn die Sith fähiger sind als die Jedi, ist es nur logisch, dass sie und nicht der Senat oder die Republik das Machtvakuum füllen. Ich bin Geschäftsmann. Die Republik braucht Stabilität, um zu überleben, aufzublühen und zu wachsen. Ob sie von den Sith geführt wird oder die Jedi sie zusammenhalten, ist für mich irrelevant. Was ist das für ein Alarm? Das ist das Alarmsystem. Wir werden angegriffen. Irgendwie haben eure Verbündeten euch gefunden. Die sind halt nicht schlecht. Ihr bleibt hier unter Bewachung. Ich muss mich um die Verteidigung meines Schiffes kümmern. Nun denn. Hallo. Oh, ich wollte eigentlich... Wollte ich nicht eigentlich... Wie, kann ich noch wechseln? Ja. Nein. Ich wollte doch Visa mitnehmen. Oh, nicht diesen Lappen. Ach. Scheiße, ich hoffe, wir kriegen das trotzdem gut hin. Ja, ich glaube, die ist nicht schwach. Ich denke schon, dass wir das hinkriegen. Spiele ich halt hauptsächlich mit der Kreia. Yeah. Oh, Mädchen. Dein Ernst? Yeah. Wie lange braucht ihr denn nur das blöde Ding hier aufzumachen? Oh, schade. Gibt's hier was zu holen? Wartungsdroide. Computerkennst du auch, Speicherkennst du ihn zugreifen. Erfolg, du hast den die Programmdatei Abschaltung heruntergeladen. Okay. Nun denn. Schauen wir mal, was wir uns... Oh, okay. Oh, die explodieren. Mistviecher. Bereit. Ich höre. Ah, na das kann ja was werden. Ich werde sie durch die Schlacht ehren. Oh, yeah. Oh, ist die schwach? Ja, und die heilen die noch, oder was? Yeah.
Gott, ist das jetzt euer Ernst hier? Komm schon. Heil dich, Kreia. Komm noch einmal. Gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Können wir die nicht mehr wechseln? Einen Moment, schnell, mein Handy hat geklingelt. Okay. Jetzt bin ich kurz am Überlegen. Kann ich die entfernen? Wieso hinzufügen? Die ist doch schon in meinem Team. Och Mann. Ich bin mir überlegen, ob ich nicht doch lieber mit der hier spielen soll. Ja. Ja, ich spiele, glaube ich, lieber mit der hier. Okay. Dann laufen wir mal. Ich glaube, die macht wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Oh, was haben wir hier? Leia. Ein Droide. Ich werde sie durch. Mach mal auf hier. Hey, jetzt kommt, Leute. Ah, kann ich nicht mit einem normalen angreifen. So würde das gehen, hä? Ja. Du hast deinen Zugangscode für Geschütztürme erhalten. Okay, noch gucken, was in der letzten Zelle ist. Nichts mehr. Kreia, was gibt es? Ruhig mal. Ich spiele trotzdem mit der Kreia, weil ich einfach hier die Machtfähigkeiten mit der habe. Ja, die Türen gehen auch viel schneller auf, so. Okay. Yeah. Oh, wie sagt. Dienerin, greift doch. Ach, du bist doch für nichts zu gebrauchen. Ja, gut, es geht noch einigermaßen, also. Könnte schlimmer sein. Warte mal. Oh. Dienerin, greif doch mal. Oh, die Kreia gut am Blocken hier. Oder wird die angegriffen? Scheiße. Wo ist denn die? Ich wurde vergiftet. Oh, dein Ernst? Zurück! Ja, soll sie da bleiben, wo der Pfeffer wächst, erstmal. Ich glaube, ich muss hier hin. Um. Nia zu befreien. Oh, euer Ernst? Nein, 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 nein! Komm raus. Ah, der wird dann auch so ein bisschen betäubt, wenn ich das mache. Sehr schön. Das wollte ich. Schön ein bisschen hochheilen. Wir haben noch sicher auch ein paar Medipacks. So. Das ist, glaube ich, auch gut. Komm schon. Ja, keine Chance. Halt, 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 halt. Hä? Aua? Wie kommt denn das Geschütz dahin? Können die fahren oder was? Ich verstehe das nicht. Wieso steht denn da jetzt ein Geschütz?
Okay, und jetzt noch die letzten zwei. Komm schon. Nur noch eins. Dun, 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 dun. Oh, die ist Level Up, cool. Oh, Attribute. Fähigkeiten. So. So. Gut. Ah, ich kann noch eine Machtfähigkeit ausbauen. Cool. So. Einmal und schnell. Gut. Ich hoffe. Was ist los? Was auch immer jetzt passiert ist. Na ja. Gut. Dich brauchen wir ja dann jetzt eigentlich nicht mehr wirklich. So. Jetzt wird gefickt, meine Lieben. So. Seid das sehr wird schön. Euch eine Lehre sein. Sehr, sehr schön. Hier liegt schon ein kaputter Droide? Okay. Oh. Das wird euch eine Lehre sein. Sie sind weitergekommen, als ich berechnet hatte. Sie sind sehr einfallsreich. Ja. Aber noch weiter werden sie nicht kommen. Aktiviert die Minen. Mal sehen, wie weit sie jetzt kommen. Ja? Jo, du, wir machen das ganz einfach. Ihr seid in der Macht erstarkt. Ihr tragt ihr Zeichen. Ich warne euch. Die tiefsten Geheimnisse lassen sich nicht finden, indem man der dunklen Seite verfällt. Der Weg dorthin ist schnell und oft auch kurz. Aber ich spüre eine Unruhe in euch. Dadurch schwächt ihr euch selbst. Ich kann meine Stärke nicht zeigen, wenn die Galaxis voller bettelnder Narren ist, die ihre Probleme nicht selbst lösen können. Sie spüren die Zeichen der Macht und der Entscheidungsfähigkeit in euch. Sie sind in ihren ereignislosen Leben gefangen und sehen in euch jemanden, der frei von solchen Ketten ist. Wir haben Wichtigeres zu tun. Dann habt ihr nichts gelernt. Nur durch solch kleine Dinge, von solch kleinen Punkten aus, können das Universum und seine Massen bewegt werden. Deshalb müsst ihr immer Vorsicht walten lassen, in jeder eurer Entscheidungen. Ihr selbst gewinnt an Stärke, indem ihr ihnen helft, ihre Herausforderung annehmt. Sie aber schwächt ihr dadurch. Wenn das eure Wahl ist, dann nutzt ihre Abhängigkeit, nährt euch an ihnen, bis ihr sie erschöpft habt und zieht dann weiter. Und ich würde eure Reisegefährten auf dieselbe Art betrachten. Da muss ich euch als erbärmlich ansehen. Jetzt lernt ihr langsam. Wisst ihr, warum alle, die uns begegnen, eine solche Schwäche an den Tag legen? Wie gesagt, ihr Leben ist ereignislos, bar jeder Prüfungen. Nur durch Interaktion, durch das Treffen von Entscheidungen, durch Konfrontation, körperlich oder geistig, kann die Macht in euch wachsen. Ihr habt es gesehen, habt es während eurer Reisen an meiner Seite gespürt. Die wachsende Wut, den Zorn und die Macht, die damit einhergeht. Doch diese Macht kann nur aus einem solchen Kampf entstehen. Durch kleine Grausamkeiten entstehen größere. Schon gut, ich gehe dann jetzt. Das wird euch eine Lehre sein. Naja, wirklich aufgehalten haben die uns ja nicht. Dieser Ort erinnert mich an die Überwachungsstationen der Republik auf der Citadel Station. Er ist nur viel komplexer.
Nun denn. Ja. Bereit. Guck mal. Das wollte ich jetzt nicht. Scheiße, vor allem es sind recht viele da hinten. Ja. Kämpft mal, Leute. Ja. Oh, kommt schon, warte. Ja. Gut, die sind zum Glück, glaube ich, nicht so stark. Ah, so, das sieht doch schon gut aus. Voll mit der kaputten Hand. Oh, sehr schön, Leute. Wo läuft denn die hin? Visa? Nicht Visa. Ach Gott, das ist ja die Dienerin. Ist hier hinten noch einer? Ah ne, die weiß noch nicht, wo sie langlaufen soll. Okay. So, was haben wir denn hier? Machtabwehr? Nö. Machtentzug. Ah, Lebensentzug hatte ich ja auch ein bisschen. Wo haben wir das? Hier. Todesfeld. Sehr schön. Okay, dann ziehen wir weiter. Du, 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 du. Mach mal auf hier. Oh, Kraya stirbt fast. Egal. Oh, wir sind an der Brücke. Abschaltung überprüfen. Was ist das alles? Systemkontrolle. Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Ist was passiert? Okay. Keine Ahnung.